Ich möchte in diesem Video unseren WebHMI-Editor zeigen, wie man mit diesem Tool ganz schnell eine webbasierte Oberfläche machen kann. Alles, was es braucht, ist eine Steuerung mit dem entsprechenden Webserver darauf installiert und ein HTML5-fähiger Browser. Und ich bin jetzt hier mit dem Browser verbunden mit der Steuerung und starte diese erste Seite des WebHMI-Editors. Ich kann über diese Projektseite neue Projekte erzeugen, neue Projekte anlegen und habe hier die Hauptseite, wo die einzelnen Views des Projektes angezeigt werden. Ich erzeuge eine neue View und editiere diese nun und füge Elemente hinzu. Wir haben oben jetzt ein 4,3 Zoll Display, das wir editieren. Rechts haben wir die Kataloge mit verschiedenen Elementen, die wir verwenden können. Wir haben verschiedene Themen mit Bildern, Grafiken, Objekten, die man einfach auswählen kann, indem dass man unten draufklickt. Ich füge so ein Label hinzu. Ich kann Drag, Resize machen. Ich kann auf diese Einstellungen klicken und hier ganz einfach die Properties ändern. Ich gebe einen neuen Text ein. Ich füge ein Edit Field hinzu. Dieses Edit Field, dem kann man eine Variable zuordnen. Das sind die Variablen, die Datenpunkte, die auf der ASPS vorhanden sind und die ich dann eben zur Laufzeit gerne verknüpfen möchte. Ich füge so einen Slider hinzu. Dann möchte ich noch Buttons hinzufügen, um ein Inkrement und ein Dekrement auf diese Variable zu machen. Ich nehme ein Inkrement und ein Dekrement-Button, setze diese links neben den Slider und konfiguriere diese entsprechend. Wenn ich diesen Konfigurationsdialog öffne, dann kann ich wiederum die Variable zuordnen, plus eben den Inkrement und den Dekrement-Step. Wenn der Dialogmodus offen ist, kann ich zwischen den einzelnen Objekten hin und her klicken und so eben sehr effizient, sehr schnell arbeiten. Ich füge eine neue View hinzu, um auch den Sprung auf eine andere Seite zu zeigen. Ich mache eine Beschriftung der Seite, ändere den Titel entsprechend. Seite 2. Ich füge einen Button hinzu, um eben diesen Sprung auf die Einstiegsseite zu realisieren. Oben die Beschriftung des Knopfes. Wir springen hier zurück und unten gebe ich den Namen an der Textseite der View, wo ich hinspringen möchte, also in diesem Falle View 1. Gehe zurück, mache dasselbe auf der ersten View, wo ich gerne springen möchte, auf die zweite Seite. Einen Text, springe auf Seite 2 und die Textseite hier stimmt schon. Ich gehe raus und ich schaue mir jetzt die Views entsprechend an. Das heißt, ich bin jetzt bereits auf der Steuerung und habe Zugriff auf die Variablen der Steuerung. Unser Projekt ist fertig.